Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute mal wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships. Und heute habe ich mal wieder ein Schiff ausgepackt, was ich schon lange nicht mehr gezeigt habe, und zwar den Tier 4 Kreuzer Phönix. Jetzt denkt ihr euch, was will er denn aktuell mit dem Tier 4 Kreuzer spielen? Ja, die Perlen. Die Perlen machen es möglich. Deswegen muss ich Kreuzer spielen und Tier 4. Und da dachte ich mir, die Kombination von Phönix und Kreuzer auf der Stufe hat mir sehr gut gefallen. Dementsprechend probiere ich es doch mal aus. Allerdings natürlich hier das Matchmaking nicht sehr vorteilhaft für uns. Also wir sind hier Low-Tier. Eigentlich 4er, 5er, 6er. Bei uns ist aber noch die St. Louis Tier 3 reingekommen, weil sie ein Platoon mit der Karlsruhe gemacht hat. Ja, und dementsprechend wird es halt mal schnell ein Plus-Minus-3-Match für die. Gegner hat gar kein Dreier, wir davon zwei Stück. Also ein kleiner Nachteil durch unsere Zugbildung. Ja, schauen wir mal, was hier so jetzt gerissen werden kann. Natürlich die Torpedos eher Behelfstorpedos, wie ihr sie hier seht. Auf jeder Seite drei Stück. Ja. Und mit 5,5 Kilometer jetzt auch nicht so die, wo man sagt, die haben ein Wunder der Reichweite. Natürlich wird es für mich jetzt hier nicht so einfach Gegner zerstören, weil die natürlich auch andere Probleme haben als so ein 4er Kreuzer. Aber wir tun natürlich unser Möglichstes. Das steht außer Frage. Schön wäre ja, wenn hier gleich so ein Zerstörer kommen würde. Das würde ich ja durchaus begrüßen. So eine kleine Isokase. Isla Yav. Ferrogut jetzt vielleicht nicht so sehr. Aber auch die würde ich sofort mit ein paar Torps begrüßen. Deswegen wird jetzt hier mal kurz vollgestoppt. Ich will jetzt hier ganz kurz mal ausharren und schauen, ob da noch was kommt. Aber es sieht wohl nicht so aus. Komm schon, enttäuscht mich nicht. Nee, da kommt wohl nichts mehr. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ich werde jetzt hier abdrehen. Wird er jetzt trotzdem noch die Torpedos reinjagen, weil vielleicht auf doof denkt sich einer dann doch noch, hey, lass doch da mal schnell reinschauen. Vielleicht kommt da ja nichts. Deswegen, tschüss meine alle, macht es gut. Und wir fahren weiter. Wahnsinn, Lemming Train hier drüben. Das ist sehr viel hier. Ich werde mich mal mit der Nürnberg so ein bisschen darüber verleiten lassen. Und einfach mal gucken, was da so kommt. Und wenn da was kommt, wie jetzt hier die Oma, da wird zwar drauf geschossen, aber das wird nicht etwas sein, wo ich mich jetzt hier anlegen werde. Also ich werde jetzt nicht drauf fahren auf den Gegner. Jetzt bin ich entdeckt durch sowohl ein Schiff als auch Flugzeuge. Und ein Schiff kann ja nur wiederum ein Zerstörer sein, der hier in der Nähe ist. Aber wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht so weit vorfahren und das mir anschauen, was genau mich da wie aufmacht. Weil das hier der Zerstörer hier irgendwo ist, das ist mehr als klar. So, da die Omaha. 9,2. Dreht jetzt aber auch ab. Sogar eine Zitadelle getroffen. Da sieht man mal AP. Richtigen Winkel. Geht halt doch. Nochmal ein Treffer. Allerdings diesmal bei Weitem nicht mehr so effektiv. So, jetzt bin ich in den Fokus gerückt. Jetzt schieße ich da mal zumindest Richtung mein Zerstörer. Boah, waren die alle knapp. Unglaublich.
die Reichweite ist ganz weit weg, aber die sollen eher so eine abschreckende Wirkung haben. Deswegen schieße ich da jetzt überhaupt mit Torpedos. Also nicht, dass ihr euch wundert, was macht er denn mit seinem 5,5 Kilometer Aalen? Die klappen ja niemals. Das ist mir durchaus bewusst. Aber wenn sie aufgedeckt werden, hat es doch eine Wirkung, dass sie zumindest mal für Erheiterung sorgen, sag ich mal. Und wir sehen schon, da waren schon einiges an Gegnern. Oh, Beschuss. Muss jetzt aufpassen. Da kommen sie schon. Deswegen drehen wir uns so rein, dass sie, wenn sie Schaden machen, möglichst wenig davon anrichten können. So, und da die Fuso eigentlich gar nicht meine Gewichtsklasse. Schlachtschiff Tier 6 gegen Tier 4 Kreuzer. Aber wir ärgern sie jetzt mal ein bisschen. Aber eben nur ein bisschen. Also ich werde jetzt nicht aktiv drauf fahren. Hat sich da jetzt hingestellt, bleibt er jetzt scheinbar stehen. Ganz interessant, was die da jetzt macht. Und da sie so gar nicht auf uns achtet, habe ich mich da jetzt gerade entschlossen, noch ein bisschen mehr drauf zu schießen. Aber ihr seht, bis dann Schaden ankommt, dauert es immer recht lange. Und jetzt entschließt er sich, uns mal anzuschauen. Ist nur die Frage, wann kommen die Schüsse? Da kommen sie auch schon. Deswegen, wir drehen jetzt hart Steuerbord, ist es, glaube ich. Und sehen zwar, ja, es waren Schäden, aber verhältnismäßig für das, was hätte passieren können, war es noch sehr überschaubar. So, die Nürnberg dreht sich gerade sehr schräg dazu. Aber dadurch, dass ich die ganze Zeit auf ihn schieße, denkt er sich, naja, auf die Nürnberg brauche ich ja jetzt nicht schießen. Ging gut. Da sieht man immer mal wieder, wie wichtig es ist, ein schönes Stellungsspiel zu haben. Ich brauche hier echt Support. Die Fuso ist einfach für mich jetzt nicht der Gegner, mit dem ich mich am wohlsten fühle. Ja, auch hier ging es wieder gut. Brenn doch wenigstens. Brenne. Ihr seht natürlich der Schaden immer sehr überschaubar. Jetzt ein bisschen weiter vorhalten. Und jetzt interessiert er sich schon gar nicht mehr für mich, lustigerweise. Ja, so weit vorhalten muss ich gar nicht. Aber ich bräuchte halt einen Brandschaden, weil ihr seht, also selbst wenn ich dann treffe, was natürlich auf 13 Kilometer jetzt auch nicht mehr so einfach geht, einfach von der Flugbahn, dann ist einfach der Schaden so überschaubar gering. Und jetzt habe ich mich perfekt seitlich zu ihm reingedreht. Da hatte ich Glück. So, jetzt drehe ich wieder so, dass ich möglichst wieder nur wieder mein Heck zeige.
Also es ist unglaublich viel Arbeit für unglaublich wenig Schaden. Das ist Wahnsinn. Da wieder drei Treffer, wieder nichts. Also es dauert ewig. Das, glaube ich, realisiert er langsam auch, dass meine Schüsse gar nicht so die gefährlichen sind. Sondern wenn, dann eher die von meiner Nürnberg ausgehende neben mir. Aber hinter uns schleicht jetzt eine Farragut dran. Und für die, da lang meine... mein Kaliber aber noch sowas von. Brauche ja nicht mehr umladen. So, Nürnberg ist weg. Torpedos auf Steuerbord. So, die ist auch wenigstens weg. War klar, dass Nürnberg von uns, die jetzt da zerstört wurden, erstmal ein Noob-Team reinsetzt. Und jetzt müssen wir echt aufpassen. Jetzt müssen wir hier zum einen die capen. Ja. Und zum anderen alles verteidigen. Hinter uns war ja auch noch die Farragut, die wahrscheinlich Richtung unserem Flugzeugträger will. Da ist er auch schon. Der schneide ich jetzt einfach mal den Weg ab. Muss ja da auch mein Flugzeugträger helfen. So, bin entdeckt. Bin ich durch die Farragut entdeckt? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Was ist da hinten jetzt noch? Die Omaha. Darum kann ich mich jetzt einfach mal nicht kümmern. So, mal mit Torps dann gleich begrüßen. Und ansonsten machen wir jetzt, der Rest geht mit HE. Und jetzt machen wir das, was ein Kreuzer am liebsten macht. Er geht auf Zerstörer. So. Muss ich nur aufpassen, nicht, dass mich hier gleich Torpedos böse überraschen. Aber wir sehen, das geht alles schon sehr gut. Und weg ist er. Da haben wir jetzt gut den Flugzeugträger gedeckt. Das war jetzt wichtig. Und da kommen sie auch schon, die Torpedos. War nicht anders zu erwarten. Also auch das sehr gut gelaufen gerade. Unser Schlachtschiff da vorne, die South Carolina, die ist da ganz schön alleine. Der Gegner hat leider nur noch 6er und einen 5er Flugzeugträger. Also jetzt alles nicht so das, wo eigentlich mein Credo sein müsste, dürfte. Deswegen werde ich mich jetzt hier mal ein bisschen an die Zuhu halten, weil ich denke mal, der Gegner wird schon auf uns dann zufahren. Ich hoffe ja auch, dass sie so ein bisschen Richtung unseren Cap fahren. Weil derzeit von den Tickets liegen sie ganz klar vorn. Also so würden sie es auf jeden Fall schaffen. Von den Flaks habe ich jetzt auch nicht die stärksten. Und jetzt hat er hier natürlich auch noch seine Abfangjäger in der Luft, der wartet also nur drauf, dass da die Torpedobomber kommen. Also ich will jetzt, wie gesagt, hier so ein bisschen in Zuhub bleiben und aber eigentlich ungern auf den gegnerischen Punkt fahren, weil dafür bin ich einfach zu schwach. Komm schon, meine Flaks.
Endlich wird geschossen. Und da ist die Nürnberg. Jetzt natürlich auch gleich fleißig losschießt. Auch gut trifft für die Distanz, dass ich stand. So, jetzt, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen in Bewegung war, konnte ich jetzt hier ein bisschen was abhalten von den Treffern. Da, die Erober, die hat nicht mehr viel. Ah, warum nur ein Treffer? Nochmal zwei, aber leider nicht in der Höhe, wie ich es brauchen würde für die Zerstörung. Und jetzt sieht man ganz schön, dass unsere New Mexico denen gleich in den Rücken fährt. Aber ob es was bringt, wage ich zu bezweifeln. Die achten zwar jetzt nicht mehr auf mich. Aber dafür muss die New Mexico halt jetzt mal ordentlich Dampf machen. Hat aber schon 4 Kills, also von dem her... Oh, und der nächste weg. Die Erober. Ah, nochmal eine Fuso, da habe ich auf so gar keine Lust drauf. Ganz schön langsam gerade die Nürnberg. Jetzt dreht er sich aber super der New Mexico zu. Also klar, wieder will er Tops loswerden. Das schafft er wohl auch. Aber wie gesagt, auf die Nürnberg, da kann ich mitspielen. Jetzt dreht sie sich schön mir seitlich zu, deswegen kriegt sie jetzt da zumindest mal eine Zitadelle. So, weg ist sie. Und jetzt noch die Fuso. Auf jeden Fall, New Mexico macht einen super Job. Kann man sagen, was man will. Bitte lass die Fuso nicht auf mich achten. Tut sie nicht. Gott sei Dank. Und jetzt zünden wir sie an und ich fahre jetzt nach, weil ich würde am liebsten noch ein Torpedo schmeißen. So, nochmal angezündet. Jetzt muss ich nur aufpassen. Meine Unterstützung ist gleich weg. Jetzt drehe ich so bei, dass ich die zweiten Torpedos zünden kann. Die allerdings im breiteren Fächer. Zeit noch 24 Sekunden. Unglaublich knapp.
12 Sekunden. Komm schon, Torpedo, schlag ein. Ja, damit. Wahnsinn, war das knapp. Wahnsinn. Unglaublich. Durch diesen Torpedo haben wir noch das Game gewonnen. Wow. Alter Schwede. Das war, glaube ich, mit das anstrengendste Gefecht, was ich seit langem gespielt habe. Wir schauen mal an. 186 Treffer, ein Zieltreffer. Der hat es ausgemacht am Ende. 7 Ausfälle gehabt, beziehungsweise gemacht. 2 zerstört, 5 in Brand gesteckt. Ein Wassereinbruch jetzt am Ende. Die 2 Zitadellen. Und wir sehen, wir sind mit 1730 Base-XP auf Platz 2 gelandet. Und wie gesagt, als Low-Tier. Und haben gemacht 40, 50, 60, knapp 65.000 Damage. Ja, ich glaube, das kann sich wirklich sehen lassen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Für mich war es anstrengend bis am Ende. Und das hat man wohl auch gemerkt am Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.